Es ist mir eine ganz besondere Freude und auch eine Ehre, Ihnen jetzt jemanden vorzustellen, der hier in Stuttgart die größte Kirche besuchermäßig in Deutschland mit seinem wunderbaren Team leitet. Ich freue mich, dass wir begrüßen dürfen Pastor Peter Wenz. Ja, einen wunderschönen Nachmittag hier in Stuttgart. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin hier in Stuttgart seit vielen, vielen Jahren, über 30 Jahren. Und ich bin gerne hier in Stuttgart. Ich liebe diese Stadt und ich liebe unser Land, Deutschland. Ich bin gerne hier. Und ich genieße die Freiheit, die wir hier haben in Deutschland. Und ich danke Gott, der alles so wunderbar gemacht hat, dass er uns heute hier zusammengebracht hat. Und ich segne auch von hier aus unsere palästinensischen Freunde mit dem Frieden von Gott, dem Allmächtigen, im Namen Jesu Christi. Warum segne ich als christlicher Pastor, statt zu fluchen, wie das viele tun? Das hat damit zu tun, dass Gott uns durch seinen Sohn Jesus seine Liebe geschenkt hat für alle Menschen. Eine große Liebe für Israel und auch eine große Liebe für alle anderen Menschen drumherum. Auch für die Palästinenser. Wir lieben alle Menschen. Dafür stehen wir. Wir lieben euch! Yeah! Wir lieben euch! Und wir stehen heute hier. Meine Aufgabe ist es, keine Rede zu halten. Wir haben so fantastische Reden gehört. Aber meine Aufgabe als Pastor ist es, der ich viele, viele, viele Millionen Menschen hier in Deutschland heute repräsentieren darf, die auch Christen sind und die auch ein Herz haben für alle Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt. Meine Aufgabe ist es, jetzt den Segen Gottes über uns allen freizusetzen. Über unseren jüdischen Freunden, über unseren palästinensischen Freunden, über allen Menschen, über der ganzen Stadt und über dem ganzen Land. Und ich möchte Sie einladen, mit mir zusammen ein Gebet des Glaubens, ein Gebet des Segens zu sprechen und dem Krieg und dem Hass und dem Bösen zu widerstehen und das Gute und den Frieden und die Liebe Gottes zu wollen und zu suchen. Jetzt alle einladen, kurz still zu werden, mit mir zu beten und den Arm Gottes des Allmächtigen freizusetzen über uns, über unserem Land, über Israel und natürlich auch über Gaza. Wir werden Gaza segnen und alle Freunde dort. Ich muss noch etwas sagen. Mein Herz blutet, wenn ich sehe, was dort in Gaza passiert, wie Eltern ihre Kinder verlieren. Genau das gleiche in Israel, wie Menschen in Angst und Schrecken und Terror versetzt werden. Und ich glaube an die Kraft des Gebetes. Ich glaube an die Liebe meines Gottes, an seine Fähigkeit und Allmacht, jetzt in dieser Zeit einen Unterschied zu machen und den Segen und den Frieden über den Nationen freizusetzen. Beten Sie bitte mit mir zusammen. Unser Vater im Himmel, ich danke dir so, dass du da bist. Und dass du alle Menschen liebst. Ich danke dir für die Vollmacht, die du mir geschenkt hast, zu segnen, statt zu fluchen. Und in deinem Namen, Jesus, in dem Namen des geliebten Sohnes Gottes, setze ich deinen Segen frei über allen Menschen hier in Stuttgart, in Deutschland,
über Israel, über Palästina, über Gaza in Jesu Namen. Und Vater, ich bete, dass deine Gnade, ich bete, dass deine Güte und Freundlichkeit, ich bete, dass deine heilige Kraft jetzt über diese Menschen und Nationen kommt. Vater im Himmel, auch hier in Deutschland soll dein Friede herrschen zwischen unterschiedlichen Völkern und Gruppen. Und danke, dass du gekommen bist, die Werke der Finsternis zu zerstören, um deine Liebe und dein Licht aufzureichen, richten hier in unserem Land und in unserer Stadt. Und Vater im Himmel, zum Schluss möchte ich dir danken für diesen Tag. Ich danke dir für alle Menschen hier auf diesem Platz. Ich danke dir für unsere Nation. Ich danke dir für die Völker, die hier leben. Und ich spreche jetzt deinen Frieden über ihnen aus. Und Vater, befreie uns von Terrorismus, von Gewalt, von Hass, von Finsternis und richte du dein Königreich auf in dem Namen Jesu Christi. Amen. Gott segne euch alle zusammen. Liebe Freunde, lasst uns doch mal einen richtigen, kräftigen Applaus dem Gott Abraham, Isaak und Jakobs geben. Lieber Peter Wenz, ganz herzlichen Dank für deine ermutigende Botschaft und auch für das Gebet.